Michael Liniger, ein Duell, das vor zwei Jahren schon gegeben hat. Und ja, der klare Favorit ist wieder logisch Kloten. Aber trotzdem, mit was für Gefühl, mit was für Einstellung geht ihr und die Mannschaft in das Duell rein? Ja, es ist klar, Underdog sind wir natürlich jetzt hier in der Ausgangslage, so wie es sich präsentiert. Wir sind extrem happy, dass wir in den Playoffs sind. Das war unser Minimalziel und haben wir relativ solid geschafft. Und jetzt haben wir nichts zu verlieren, aber wir werden natürlich unsere Haut sehr teuer verkaufen hier. Jetzt auch, kann man sagen, relativ eine von den besseren Mannschaften. Wir wissen nie, wer spielt bei euch, aber die bessere Mannschaft hier. Ihr wisst, der Gegner viele Stärken. Trotzdem, was fokussiert man sich vielleicht jetzt ein bisschen, damit man auch eine Chance hat? Ja, klar, wir haben einen Gameplan. Wir haben das zusammen besprochen. Ich glaube, ohne zu viel zu verraten, was wir wollen, ist es sehr wichtig, dass wir die Scheiben aus der Defensivzone rausbringen. Möglichst einfach, möglichst immer wieder und möglichst schnell. Weil Kloten sehr viel Druck macht und viel pinscht an der Seite. Und das ist sicher einer der Schlüssel, wo wir uns darauf konzentrieren. Für euch, seid ihr vor den Playoffs noch nervös oder ist das einfach ein normales Spiel? Ich muss sagen, Pre-Playoffs bin ich extrem nervös gewesen. Es ist nicht alltäglich, für GCK allgemein ist es nicht alltäglich, dass wir eben Pre-Playoffs und in Playoffs kommen. Extrem wichtige Erfahrung für mich natürlich als Coach, aber auch für all unsere jungen Spieler und so ist das wirklich extrem wichtige Erfahrung. Und jetzt heute bin ich sehr, also ich freue mich eigentlich sehr drauf und eher weniger nervös. Merci vielmals. Danke.